Hallo mein Freunde und herzlich willkommen zur Nebenmission Täuschung. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, jetzt die Nebenmission Täuschung und wir sollen eine gewisse Farbe untersuchen. Welche weiß ich nicht, weil, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie man diese Nebenmissionen getriggert hat. Leider kriegt man dazu ja auch keine richtigen Infos mehr. Oder ich schau mal gerade nach. Aber ich glaube, dazu gibt es hier keine Infos mehr. Ah, wobei doch hier. Ein Wissenschaftler, der die Drohnen testet, glaubt, er hätte verdorbene Farbe geliefert bekommen. Statt die Drohnen zu verbessern, bringt sie ihre Sensoren durcheinander. Diese Technologie könnte nützlich sein, um die Drohnen zu übertölpeln. Aha. So, gut, dann weiß ich für die Zukunft auch, woher ich diese Infos bekomme. Ich weiß nicht an welchem Ort, aber wir wissen zumindest, warum wir hier Farbe untersuchen sollen. Und zwar sollen wir zum Forschungszentrum von Scale Security gelangen. Und da sind wir auch schon aufgesetzt worden, wie immer. Aber zuerst will ich da hinten noch die Kiste plündern, denn Teile kann man nie genug haben. Teile. Wunderschön. Gut. Steht da, was wir dort machen sollen? Außer die Farbe untersuchen? Nein, alles klar. Gut, dann... Oh, einen klitzekleinen Moment. Einen ganz kleinen Moment, ich bin sofort wieder für dich da. Denn ich habe nach der letzten Folge wieder etwas vergessen und das will ich jetzt nicht so stehen lassen. Ich habe wieder vergessen, Voice Attack zu starten, aber das habe ich jetzt somit getan. Team, zu mir. Sammelt euch nice, bei es mir. Funktioniert. Sehr gut. Oft funktioniert es nicht auf Anhieb, dann muss ich ein bisschen so lange sprechen, bis es dann einmal einen Command erkennt und dann erkennt es auch die weiteren Commands. Ist ganz komisch manchmal. So, schauen wir mal. Bam. Sehr gut. Und ich glaube, ich weiß, warum ich die ganze Zeit über die Gegner so viel drüber geschossen habe. Denn ich habe einen Standardlauf drin. Eigentlich habe ich meine 416 mit einem kurzen Lauf. Jetzt ist sie wieder mit kurzem Lauf. Gut. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich schon so an den langen Lauf gewöhnt, dass ich jetzt keine Headshots mehr hinkriege. Aber gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist die Framerate gerade ein bisschen eingesackt. Jo. Irgendwie ist die Framerate, also die Performance ist irgendwie nicht mehr so geil. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe die Grafik sogar noch mal ein bisschen runtergestellt. Wobei ich das mit meiner RTX 3070 eigentlich gar nicht müssen sollte. Aber naja, so ist es nun mal. So, Zivilisten haben mehr Informationen. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch Zivilisten suchen. Und mit denen sprechen. Vorzugterweise ohne von Drohnen entdeckt zu werden. Wo fliegt die denn rum? Den Scharfschützen da oben möchte ich gerne. Na toll. Die Drohne. Ach, da ist sie. Auf da rum zu witschen. Hey! Meine Fresse! Ich hasse das, dass die immer so rumtanzen müssen. Aber zum Glück wurden die Drohnen ja ein bisschen genervt. Die Zielperson versucht zu fliehen. Ist mir egal, was sollte machen. Ein Gegner weniger. So, einmal ausweichen. Ja, der hatte gerade eine ganz andere Richtung geworfen. Naja, gut, dann schalt einfach ab. Dann ist die Kacke wieder am Dampfen. Warum ist der denn nicht tot umgefallen? Sturmangriff! Team, Feuer frei! Feuer frei! Ich sehe den gar nicht. Wie gemein. Oh, scheiße. Magazin leer. Shit!
tot, hörst du? Leg die Schweine um! Allesamt! Oh, oh. Ah, er muss weg hier, weg hier, weg hier. Ah, shit, das war's für mich. Wenn man am falschen Ende von der Minigun ist, ist das immer schlecht. Oh, wei, wei. Rücke vor, oh Gott. Den Feind im Visier! Du bist tot! Shit! Ja, war abzusehen. War total abzusehen. Es wäre schön, dass, wenn man den Feuerbefehl gibt, dass das Team dann trotzdem noch so in der relativen Nähe von mir bleiben würde. Dass man trotzdem zusammen vorrückt und den Sturmangriff macht. Wow, das war nice. Ja, warum nicht? Auf den Müllsack knien. Ich glaube, wir haben eine Bandage zu wenig jetzt. Ja. Das heißt, jetzt wird gehumpelt. Ich hätte echt gern, dass meine Kameraden mir noch Deckung geben. Ich humpel mal hinter den Stein da hinten. Wenn ich es schaffe. Oh shit. Schneller! Oh, wieder bös getroffen. Aber noch sind wir nicht tot. Wo sind unsere Kameraden? Oh shit. Wo sind unsere Kameraden? Nein, nein, nein. Oh shit. Oh fuck, das war's. Das war's. Das war's. Das nimmt kein gutes Ende mehr. Das nimmt kein gutes Ende mehr. Ich glaube, unser Team ist tot. Team zu mir. Wir sind tot. Konzentration! Oh, ich komme nicht raus da. Oh Gott, das war's. Und totes Bildschirm. Der letzte Kampf. Ein letztes Aufbäumen. Oh, shit. Spritze hilft auch nichts mehr. Geht nichts mehr. Eieiei. Da hinten sitzt noch einer. Da kommt einer. Das war's. Ja, 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 aber wir haben uns doch ziemlich gut gehalten dafür, dass wir so früh so am Arsch waren. Ha, ja. So, und diesmal Scharfschützen vielleicht leben lassen. Das war ja unser Ende. So, wieder Einzelfeuer, Zoom. Konzentrieren wir uns hier mal ein bisschen. Ich bin heute sehr gut gelaunt, deshalb kann ich mich irgendwie schlechter konzentrieren. Das ist ganz komisch. Ich freue mich einfach zu spielen, weil ich die ganze Woche nicht so wirklich viel gespielt habe, sondern nur sehr viel gearbeitet habe. Doch nochmal Drohnen-Tarnspray. Heißt das überhaupt so? Einfach Tarnspray, okay. So, wo ist der? Ist der da? Da drin, ne? Vielleicht gibt es hier Aufklärungsdaten. Projektordner finden sich im obersten Stock. Letzte Nacht habe ich 12 Explosionen gehört. Hallo? Was zum? Was? Hallo? Was zum? Hallo? Hallo? Was zum? Hallo? So, wir sind hier. Direkt im obersten Stock des Hauptgebäudes. Sind wir hier im Hauptgebäude? Das ist die Frage. Jo, sind wir. Sehr gut. Das Gute ist, diese Wissenschaftler hier sind scheinbar auch nicht bewacht. Was
So, hallo, ich guck nur mal ihre Unterlagen durch, keine Panik. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Diese Dokumente gehören Kate Chopin. Sie beinhalten chemische Formeln und Informationen über einen speziellen Lackierprozess, der die Fähigkeiten von Drohnen verbessern soll. Okay. Und nun? So, was sollen wir genau tun? Informationen zum gesamten Forschungspersonal finden sich im östlichen Gebäude. Sie sind im Gebäude, das mit 1 beschriftet ist. Was wollen Sie? Oh, ich glaube, Sie. Die Unterlagen zum Forschungspersonal. In der Etage Dev B. Also Gebäude 1, Dev B. Alles klar. So verstanden. Was machen Sie hier? Gucken wir aus. Wo ist eigentlich mein Team? Team, zu mir. Zu meiner Position. Verstanden, gekommen. Ja. Und geile Poster hätte ich auch gern. Ja, drüber. Dran drauf drüber. Das hier ist die 2. Oh oh oh. Drohnentarnspray. Neues. Erneuern. Schnell. Shit. Nun. Hat ja gut geklappt. Autsch, das war knapp. Böser Mann auf 12 Uhr. Jo, schön. Dann schießt mal, während ich mich verarzte. Ja, verarzte dich noch langsamer, wenn es geht. Und da unten. Na ey, so wie es aussieht. Oh shit. Da, okay. Mist, Vassili getroffen! Oh shit. Nice, Ghosty! So nice finde ich das gar nicht. Vassili und Fury sind down. Und ich habe keinen Schimmer. Oh, ach du Hai. Ah, nein, nicht da runter. Vielleicht doch da runter. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Autsch, das war nicht so gut. Oh, diese Spritze war verschwendet. Nochmal verarzten. Oh, sie haben es wieder. Sie wurden wieder wiederbelebt. Sehr gut. Vielleicht sollte ich mich einfach mal da hinlegen. Tadel und Bauchlage machen. Und die Kameraden das erledigen lassen. Also an und für sich würde ich schon gern wieder da hoch. Sehr gut, genau das wollte ich. Nämlich, dass wir wieder undercover sind. So, wir haben. Also die Gegner sind alle da hinten, wo sie mich zuletzt gesehen haben, so wie es aussieht. Das sind. 7 Stück. Oder so. Da haben wir ein Geschütz. Da hinten. Geil, ich bin genau in die falsche Richtung ausgewichen. Tja, dann vielleicht ganz außen rum. Netter See. Wo ist hier der Generator? Den würde ich furchtbar gerne ausschalten. Ich setze mich mal kurz hier hin. Was ist denn das? Ach, das ist ein Stein. Okay. So, sie haben sich wieder... Warum rennt der zu mir? Ach nee, die fahren weg.
fahren wieder weg. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht, wenn die hier vorbeifahren. Die fahren wieder weg. Das war die Verstärkung. Sind wieder eingestiegen, ne? Jo, die fahren wieder weg. Nice. Gut, das heißt, der Alarm ist offiziell beendet. Keine Ahnung, wo der Generator ist. Ich sehe ihn einfach nicht. Naja. Vorsicht. Ich glaube, die beobachten uns. Niemand beobachtet dich. Ach, shit. Die wissen ganz genau, dass wir hier sind. Jo, jetzt wissen sie es. Dank mir. Weil ich mal wieder sehr gut getroffen habe. Oh, das ist ein gepanzertes Fahrzeug. Da ist der Generator. Weißt du was? Da, komm. Und Action. Oh nein, 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 nein. Das schöne Auto. Das war dann die Sache mit dem Teil. Schade. Funker. Ja, so geht das. Erledigt. Laden nach. Lalalala. Geschütze und Mörser sind kein Problem mehr. Lalalala. Ich bin nur ein Rosenbusch. Mach dir keine Sorgen. Oh, da bestimmt da oben auf dem Dach. Team, zu mir. Bereit zu schießen? Zu mir. Bewegung! Scharfschütze zielt auf uns! Oh, au! Blut ist ohne Ende, Boss. Geh in Deckung. Böser Mann. Eieiei. Gott sei Dank. Meine Güte. Ich gehe jetzt da rein. So. Ah, auf dem Dach hier ist auch noch ein. Ist der Raketenschütze. Der mir die ganze Zeit so auf den Keks geht. Warum sterben die Gegner nicht durch Headshots von unseren Kameraden? Warum ist die Banane krumm? Def B, da müssen wir hin. Wo ist der Raketen? Ah, der war in dem... Da ist der. Da war der Raketenschütze. Ich erinnere mich. So, ab nach Def B. Schauen wir mal. Skell Security Forschungszentrum. Mitarbeiterverzeichnis. Fortsetzung der vorherigen Seite. Kate Chopin, Entwicklerin. Adresse, Wohnanlage Two Lakes in der Region Lake Country. E-Mail katechopin@security.skell. Okay. Ganz ruhig. Die sehen uns. Da haben wir auch noch was. Oh, Skell und Fox. Kann ich das nehmen? Habe ich wahrscheinlich schon mal genommen, ne? Tja. Habe ich vermutlich schon genommen. So, wo ist das? Die Wohnanlage ist nördlich von Ashmore Wood. Nahe Flock Lake. Flock Lake ist da. Two Lakes ist da. Alles klar, dann schnappen wir uns den Heli und düsen dahin. Ausgesetzt, ich finde den Heli. Auf dem Helipad war der nicht, ne?
Nee. Wo war der Heli? Wo ist der Heli? Auf dem Thron? Ich habe doch gerade auf der Map einen Heli gesehen. Was soll der sein? Ach, da gibt es noch ein Helipad. Genau hinter mir. Ach so, gut. Ah, der hopp dann. Da ist er. Leider nicht ganz unbewacht. Boah, das war tiefer als gehofft. Keine Spritzen mehr. Dann nehme ich doch wieder die roten. Die MK1 Spritzen. Bereit zu schießen. Gegner am Boden. Vielleicht die Munition noch mitnehmen. Ja, ein paar Skill-Credits können wir auch gebrauchen. Ja, dann einsteigen bitte. Ja, Vasili, du darfst. Fury, ja. Wo ist Fixit? Fixit tot? Nur mal so aus Interesse. Nein, Fixit lebt. Weiß ja, guck, wo der wieder ist. Ah, da kommt er ja. Sorry, Fixit. Hier. Du bist einfach zu langsam. Das mit den Rucksäcken, ne? Ist so nervig. Fliegen wir hier in die richtige Richtung? Ja, so halbwegs. Fehler. Bist du das schon? Hat sich das Einsteigen in den Heli ja nicht gelohnt. So, und hier? Wohin? Genau. Es dauert immer so lange, bis die Missionsbeschreibung aktualisiert ist. Zivilisten und Sentinel-Soldaten wissen mehr. Na, toll. Dann verhören wir eben wieder. Hoppala, was war das denn? Hallo. Zivilist, der keine Infos hat. Ich lege mich erst da in den Schnee und schau mal, wer hier Infos hat. Der hat Infos. Wen haben wir denn da? Hier jemanden? Hier gibt es niemanden, ne? Hier gibt es Infos. Das hier sieht eigentlich safer aus als das andere da hinten. Ah, wobei, hier, guck mal. Direkt neben uns. Gut, gehen wir da hin. Ihn schalten wir aus. Oder lassen ihn weglaufen. Guten Tag. Guten Tag, Madame. Hey. Ich bräuchte ein paar Informationen hierzu. Das ist, was ich weiß. Danke. Passen Sie auf sich auf. So, es ist Wissenschaftler. Es ist vom Wohnhaus auf dem höchsten Punkt direkt den Hang hinab. Was? Vom Wohnhaus auf dem höchsten Punkt. Das hier. Direkt den Hang hinab. Hier. Augen auf. Wir müssen alle Dokumente. Tatsächlich. Mitnehmen. Alles klar. Gut. Könnt ihr im Heli hinfliegen? So, hier sind nur Zivis, das ist in Ordnung. Bitte, ich habe nichts Falsches getan. Hey, ja, habe ich auch nicht gesagt. Natürlich darf ich hier sein. Was labert der für einen Müll? So, wo geht's denn hier hoch? Ach, da. Was haben wir denn hier?
Schön, dass Norman auch immer genau weiß, wonach er suchen muss. Kate Chopins Tagebuch. Sentinel hat uns dazu gezwungen, an ihren Thron zu arbeiten, aber ihre Grausamkeit hat uns dazu getrieben, ein neues Projekt zu entwickeln. In einem Bootshaus in der Region New Stirling arbeiten wir an einem Spray, das die Sensoren der Drohnen stören wird. Wir haben etwas davon in die aktuellen Drohnentests geschmuggelt. Jetzt benutzen wir es an einem Boot, das wir nördlich der Kelso Fields und gleich südlich des Mumu Delta versteckt haben. Das könnte unser erster und einziger Fluchtversuch sein. Okay. Also zum Versteck. Kriege ich bestimmt wieder neue von diesem. Von diesem anderen Spray hier, von dem hier. Das wäre cool. Ich hoffe, man kann auch mehr als 7 davon tragen. Aber erstmal hier. Blinkt nicht, habe ich schon gelootet. Alles klar. Drohne. Hallo? Und ab geht's. Zurück zum Heli und dann schauen wir, wo genau das ist. Wohin müssen? So ein Heli ist schon eine feine Sache. Wobei mir das Fliegen in Wildlands deutlich besser gefallen hat, mit der klassischen Helikoptersteuerung. So, in der Region New Stirling. Und zwar nördlich der Kelso Fields und südlich des Murmur Delta. Also hier wahrscheinlich. Gut, das ist ein Stückchen nach Südosten. Ost-Südost. Ich sag das immer so und dabei weiß ich doch hier gar nicht, welche Richtung ich einschlagen muss. Muss immer auf der Karte gucken. Aber wir schauen jetzt in die fast exakt entgegengesetzte Richtung. Damit kann ich arbeiten. Fury ist mal wieder die schnellste. Dann kommt Vasili und fix it. Ja, hier, bitteschön. Der Herr. Ja, komm. Ab geht's. Eine Wolf-Patrouille. Das ist echt ein gutes Stück. Das müsste da vorne irgendwo sein. Ne? So, rein theoretisch. Sieht so cool aus, wenn diese Teile aufgehen. Oh, sind wir zu weit weg. Können wir nicht mehr sehen. So, dieses Teil, dieses Drohnenabschussgerät-Dings habe ich gesehen auf der Karte. So, jetzt müssen wir nur schauen, wo genau wäre das. Das wäre hier rechts. Ne? Das ist direkt gegenüber von dem Teil hier. Landen hier. Oh, ich dachte, der Bug wäre gefixt. Scheinbar nicht. Den Bug, den gab es früher schon. Eine ganze Weile. Und hat dafür gesorgt, zum Beispiel, dass man, wenn man auf einem Dingens gelandet ist. Jetzt habe ich voll komplett die Orientierung verloren dadurch. Dahin. Wenn man auf dem Berg gelandet ist, dass es dann passieren konnte, dass man einfach runtergeschubst wurde. Oh, da sind Sentinels. Sentinels. Okay. Feuer auf mein Kommando. Pff, toll, war irgendwas dazwischen. Feuer auf mein Kommando. Feuer auf mein Kommando. Er pinkt nur. Warum pinkt er nur? Was ist denn da dazwischen?
manuell mache, pinkt er auch nur. Na gut. Feuer auf mein Kommando. Nee, es geht nicht. Warum nicht? Pff, geht nicht. Keine Ahnung warum. So, machen wir das eben so. Wird langsam echt dunkel. So. Wow. Guten Tag, die Damen und Herren. Dankeschön. Bitteschön. Oh, wer sind Sie? Sie sind spitze. Dankeschön. Oh, wer sind Sie? Na, ihr? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Witz. Danke für die Rettung. Ich weiß nicht, was wir ohne sie gemacht hätten. Ich bin Kate. Das ist Sawyer. Nennen Sie mich Nomad. Sie haben die Sprays im Labor vertauscht, oder? Wir sind die Entwickler des Tarnsprays. Aber wir brauchten ein echtes Labor, um es richtig zu testen. Mit den richtigen Werkzeugen und so. Offensichtlich war es das Risiko wert. Das Spray funktioniert. Das Zeug macht Sachen unsichtbar? Für Drohnen. Nun, nicht wirklich unsichtbar, aber fast. Das ist extrem nützlich, aber... Wozu brauchen Sie das? Auf einer Insel in der Nähe gibt es eine Einrichtung namens Projekt Deus. Wir wollen dorthin. Und zwar möglichst unversehrt. Heimlich. Unbemerkt. Wir wollen unser Fachwissen anbieten. Wir hätten nie gedacht, dass sich jemand die Mühe macht, unsere Farbexperimente zu uns zurückzuverfolgen. Das war sicher nicht leicht. Wir wüssten es sehr zu schätzen, wenn... Wenn ich Ihre Spielereien geheim halten würde, geben Sie mir was ab? Warum wollen Sie denn... Abgemacht. Wir werden Sie gern unterstützen. Oh. So. Was wollen Sie? Schauen wir mal. Haben wir noch was Neues bekommen? Oder haben wir schon Max? Ah, wir haben schon Max. Schade. Mehr als 7 gehen wohl nicht. Was wollt ihr? Auf die Knie! Aber wie bei SWAT 4, wo man die Zivilisten tasern muss, um sie gefügig zu machen. Das hört sich falsch an. Um sie zur Mitarbeit zu überreden. Gut, so, das war auf jeden Fall eine weitere Nebenmission. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit einer weiteren Nebenmission. Ihr kennt das Spiel. Abonnieren, Glöckchen verprügeln und dann... Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.